Unser Cordon Bleu gehen wir ähnlich vor, will salzen und pfeffern. Cordon Bleu kennt ja jeder. Ne? Meistens wird es heute fertig gekauft, halte ich gar nichts von. Selber machen viel besser. Haben wir einfach einen schönen Kochschinken uns besorgt. Und dazu ein Käse nach Wahl, was man will. Bärkäse, kräftige Sache. Ne? Schön nussigen Bärkäse oder wenn, wie man will. Halt. Ich habe jetzt einfach nur einen Edamer oder einen Gouda genommen. Nehmen wir eine schöne Scheibe Schinken, klappt den Käse zusammen, ummantelt den mit einer Scheibe Schinken und die legen wir jetzt hier drauf, da gehe ich dann immer her, weil ich möchte beim Cordon Bleu schon einen Rand haben, wo das Fleisch dann sich miteinander dann verklebt beim Ausbraten und wenn ich das jetzt komplett mit dem Schinken abdecken würde, dann würde das Cordon Bleu aufgehen. Deswegen gehe ich dann immer gern her und schneide hier einfach den Schinken, den kann man dann woanders verarbeiten. Ich verarbeite immer alles gleich gern mit. Später, wenn man wir machen ja später noch mal ein Sößle dazu, da zeige ich, wo man das hier noch mit gut verarbeiten kann. Und jetzt habe ich das schon, den Käse drinne, den Schinken habe ich mal zurechtgeschnitten, einfach drüber geklappt. Kommt jetzt in unserem Cordon Bleu rein. Zuklappen. Fertig. Ja, ein bisschen andrücken. Ich zeige nachher noch, wenn wir das jetzt panieren, dann auch, dann gehe ich immer her und hier an dem Rand mache ich dann einfach von dem Ei, das ich nehme zum Panieren, lasse ich hier mal ein bisschen von dem Ei, von dem Gekläpperten mit reinlaufen. Das funktioniert dann wie ein Klebstoff nochmal zusätzlich dazu. Ne? Das kann man ruhig so ein wenig andrücken. Jetzt gehe ich einseitig, gehe ich nochmal her, mache nochmal eine Prise Salz und nochmal Pfeffer drauf. Und schon haben wir unser Cordon Bleu fertig zum Panieren. So, unsere panierten Teile haben wir vorbereitet. Die Pfanne haben wir vorgeheizt, so auf mittlerer Hitze. Da fangen wir jetzt mit dem Cordon Bleu einfach mal an. Schön vorsichtig rein, nicht so große Hitze. Und dann braten wir das jetzt schön mal raus, goldgelben. Wie gesagt, mittlere Temperatur lang da. Da kann man ja... Um zu kontrollieren, ob das Fett schon heiß ist, nimmt man einfach einen Holzkochlöffel, hält den rein und wenn der anfängt zu pluppern, dann haben wir schon die richtige Temperatur. Schön goldgelb, brate ich die raus und dann halten wir den Backofen nochmal so 10 Minuten, halten wir sie nochmal warm und dann sind sie genau richtig. Schön immer ein bisschen in der Pfanne auch drehen, um 180 Grad, also nach und nach. Schön goldgelb rausgebraten ist. Temperatur, wie gesagt, am Anfang nicht so hoch wählen. Schön schwimmen im Fett, im Öl. Ich nehme gerne Sonnenblumenöl. Das ist schön geschmacksneutral. Ich glaube, das kommt schon gut. So, wir haben jetzt das Schnitzel und das Cordon Bleu schön goldgelb rausgebraten. Nochmal abgetupft mit einem Papiertuch und ich lege den dann auf dem Papiertuch drauf und tue den nochmal in den Backofen rein. So 5 bis 10 Minuten kann man sie schön warm halten.